Ich habe eigentlich vor, heute eine Mission zu machen, aber wahrscheinlich wird es so abgefuckt, weil es so schwierige Levels zur Zeit. Das ist eine Drop-Song. Wow, Wahnsinn! Ich bin begeistert! Da finde ich doch bestimmt ein paar voll krasse Lines! Nein, das glaube ich nicht. Du stirbst dann mal. Es gibt ein Rennen, wo du hier durch runterfahren musst, oder? Ist das hier? Ja. Guck dich mal dieses Rennen an. Das ist brutal, Alter. Das ist Mord. Wenn du hier mitmachst, du bittest hier schon um deinen Tod, Alter. Guck dich das mal an, Alter. Oh, wieder. Oh, fuck meine Gehkräfte. Ja, fuck, Gott. Was? Warte. Hab ich den Block gesagt? Das war's nicht. Das war kein Block. Was sind meine X-Games? Das ist ein anderes. Das sind die. Ja, da. Steve X-Games. Richtig! Was sind die X-Games? Na, was klar. Richtig! Kann ich sagen, das Ding ist, in Alaska zu fahren ist geil. Da gibt es auch Events, die sind nicht so schwierig. Also da hat man noch so ein bisschen die leichten Events. Und in der Schweiz, da hat man wirklich schon... Ich sag das zweite ist auch Schweiz an. Also ich weiß, es gibt einmal Rio. Das zweite ist, glaube ich, wirklich als Schweiz angeschrieben. Warte mal, guck ich mal auf das nochmal. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Nein. Scheiße, jetzt hab ich den Kacke. Ja, komm mal zum Maul, interessiert mich nicht. Es gibt einmal Asien, Alaska und Alpen. Ja, Alpen, ja. Also, hier hat man einen ziemlich guten Spot. Oder Schweiz und Japan ist halt, das ist Asien, Korea. Das sind halt so auch, das sind die Olympischen Spiele.
Alter, nein! Oh Mann, ich bin irgendwie so ein Freak beigetreten, Alter. Nein, verpiss dich hier raus. Ja, ich muss aufhören. Ja, jetzt sind wir schon hier irgendwo auf dem Berg. Wingsuit-Level, was ich auf Gold habe. Nein, ich will jetzt in den X-Games. Die fünf andere Bergseite. Ah ne, ganz Wonders. Ja, die X-Games, genau. Ich habe hier ein Level. Das hier ist nur Silber. Allerdings nicht mit Snowboard, nein, ich mach das mit dem Ski. Ich bin zwar nicht der Ski-Fahrer-Typ, aber ich bin auch nicht der, also ich bin eher mehr der Snowboard-Fahrer-Typ. Aber im Steep, da fahre ich lieber Ski, weil man kann mit Ski einfach besser punkten in diesem Game. Vor allem, ich will jetzt X-Game spiele, brauche ich immer noch viele Punkte. Oh, was ist ein Jump verkackt? Komm schon! Jawohl! Nein, scheiße, ich bin runtergesprungen! Okay. Ja, jetzt fährt man hier durch, ne? Oh, warte, nicht auf die Fresse fliegen, nicht auf die Fresse fliegen! Du hast mal 4 und das mal 4 Bonus. Ja, ich glaube, das war es aber gerade irgendwie. Ich habe keine Geschwindigkeit für diese Chance hier. Ja, siehst du? Ich muss erstmal wieder Speed aufbauen. Go fast! Jump! Scheiße, zu früh! Egal, ich jump jetzt trotzdem auf die Slide-Stange zurück. Fuck, Alter! Was das? Bei 30k! Okay. Just try it again. Gott sei Dank, 50k. Sein Letzter. Oh, verdammt, okay. Das war scheiße. Hier. Die Kräfte 3,5. Scheiße. Nein, Alter, was war das gerade? Was für eine gute Kombo, 4k Punkte, ne? Ja, Mord! Ja! Batziger und hier noch, komm! Ja, nochmal! Perfekt! Ich muss gucken, dass ich hier vorne auf diese Dings raufkomme. Nein! Ich fliege auf die Fresse. Jetzt habe ich eigentlich noch so viel Level. Ah, das ist ganz mies hier. 5 Frequenz überspringen. Nach drei Trainingstagen geht es hier in der Superpipe der X-Games ans Eingemachte. Okay, ich muss erstmal 4200 Punkte kriegen, um auf den ersten Platz zu kommen. Steady ready, kids! Let's go, Alter! 6 Tricks habe ich. Okay. Ich sag, fangen wir mal an zu punkten, ne? Auf die linke Wand. Double Backflip. Abgerundet mit einem Nose Grab. 900 mit Japan. So sieht ein perfekter Sprung aus. Ein riesiger Double Frontflip mit Nose Grab. Super. 900 mit Safety. Perfekt. Ein hoher Double Front Flip mit Safety. Butterweich. Blitzsauberer 1080 mit Japan. Double Backflip mit Safety. Das hat wirklich klasse.
Ein gewaltiger 720, perfekt ausgeführt. Das war ein unglaublicher Lauf. Ein weiterer auf diesem Level durch die Superpipe. Dann ist die Medaille im Sack. Im Moment wäre der Platz auf dem Podium erreicht. Beim zweiten Durchlauf in der Superpipe geht es darum, die Schäfchen ins Trockene zu bringen. Jo. Neuer Versuch. Machen wir nochmal Lauf Nummer 1. Komm, wir müssen jetzt nochmal nachholen. Schnell rüber zur Halfpipe. Dieser Nosegrab wertet den Double Backflip nochmal spürbar auf. Super stylischer Triple Frontflip mit Nosegrab. Ein 900 aufgepeppt mit einem Safety. Und da kommt noch der Nosegrab zum perfekten 900. Ein fetter Double Rodeo mit Safety. Triple Cork Nosegrab. Ein wirklich perfekt abgestimmter Lauf. Tolle Show zuletzt in der Superpipe. Es wird Zeit, die Massen noch ein zweites Mal zu begeistern. Sehr solider erster Durchgang. Noch einmal so eine Leistung und der Platz auf dem Siegertreppchen ist sicher. Und schnell rüber zur Halfpipe. Double Backflip, abgerundet mit einem Nosegrab. Triple Rodeo mit Japan. Ein hoher Triple Frontflip mit Nosegrab. 1440 mit Nosegrab. Das ist so verrückt, das ist... Oh, am Ende doch noch der Schnitzer. Nein, ich beklag dich. Ich hab verkackt. Wo hab ich hier Bronze? Hab ich Silber? Was ist denn das? Punkten beim Grinden, das kann ich ziemlich gut. Ah, fuck. Muss ich drauf kommen. Nein! Ja, das war's wieder, weißt du? Ich würde Astrapapier machen, ne? Ich könnte die ganze Zeit so hier so. Frontflips und Backflips machen. GoPro-Aufnahme! Alter! Ich fahre jetzt einfach mal hier die Piste runter, ne, normal. Ich weiß nicht, ich hab jetzt oben dieses Ding gelaufen, das ist das scheißegal, ne? Einfach ein bisschen cruisen hier. Das ist gut, Mann! Ah, fuck off! Das hier ist nicht so, das ist ja da vorne, Digga. Das ist nur da. Ich
Zu machen wir ein paar Events hier. Was haben wir hier so schönes? Hier haben wir auch noch ein X-Game-Teil. Oh! Jawohl, Wingsuit fliegen. Geil, das liebe ich. Ich liebe die Events, wo man Wingsuit fliegen muss. Ist das wieder Punkten über Boden fliegen oder was? Ich muss einfach vor dem Typen ins Ziel kommen oder was? Okay. Wo die Kontrollpunkte sind, war wieder eklig gesetzt, ne? Ah, Digga! Ihr seid, warum das Mittel ist, Alter. Wenn die Kontrollpunkte wieder schuppen, die vor uns sind, die danke, danke dafür, ich bin echt nicht. Ich danke dir so oft dafür, dass du die Kontrollpunkte manchmal so beschissen hast. Wieso? Wieso? Sie anfliegen? Oh fuck, durch Bäume. Ah! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Komm! Jawohl! Nein! Nein! Kurz vorm Schluss knall ich noch gegen den verkackten Baum, ey. Was ist das denn hier? Geht's noch? Das ist ja der Hammer hier. Ich muss mich unbedingt mal umsehen. Ich bin trotzdem gefunden. Nein! es war gut, ja, von den Punkten. Die Dinger war extrem gut, ne? Nein, oder? Komm, schiff noch ins Ziel. Nein. Ah, es gibt noch Kontrollpunkte, die ich noch einsammeln muss. Was? Ja, das würde Sinn machen. Würde ich die sogar unterstützen, ne? Finanziell und auch psychisch und so wirklich unterstützen, wenn du als Crash Test Dummy arbeiten möchtest, dann ist das ganz klar. Diese Arbeit geht so ein bisschen in den Rücken, aber kriegt sich schon hin, ja.
Bam! Und nochmal so ein Rennen. Was über wird das Video über den Boden fliegen oder was? Alle Kontrollpunkte sammeln. Ich hasse solche Level. Ja, um Punkte sammeln, wa? Das ist wieder knapp über den Boden. Da war hinten gab's noch eins, ein cooles, das sah auch cool aus. Da war's, ja. Hier ist auch, wenn ich von hier reinfliegen, das hört sich auch von da, ne? Das ist ein Rennen. Oh fuck. Geht. Oh Gott, ich bin irgendwo gespawnt, stimmt. Dummer, mein letzter Spawn Point. Okay, das ist ein Flug durch die Stadt, Alter. Die haben seine Male, ne? Das ist wirklich ernst. Wow!